willkommen zum heutigen Gitarrenvideo, zur heutigen kleinen Gitarrenlesson. Nach dem kurzen Intro habe ich einen super Tipp, der dein Gitarrespielen ganz schnell nach vorne bringt. Los geht's mit dem Super-Tipp. Ja, der Tipp ist nämlich ganz einfach. Oder ich möchte es mal kurz umschreiben. Kennt ihr vielleicht alle, wenn man seine Stimme auf irgendwas aufnimmt? Ja, sei es auf dem Handy oder sonst irgendwas. Und man hat dann immer das Gefühl, boah, klingt das schlimm, ja? Und, oder vor allem, wenn man jetzt was spielt auf der Gitarre, was singt dazu und man mag es mal schon selber gar nicht anhören. Während man spielt, merkt man das gar nicht und findet es eigentlich auch ganz okay. Und ja, und die Aufnahme, wenn man dann anhört, ist irgendwie alles ganz anders. Und wenn man sich das so richtig überlegt, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich nur in seinem eigenen Kopf so. Ja? Kommt ja keiner zu einem her und sagt, Mann, hast du eine scheiß Stimme dann zum Beispiel oder irgendwas, wenn du dich mit jemandem unterhältst oder wie. Und dasselbe ist auch beim Gitarrespielen. Beim Gitarrespielen hört man sich anders, wenn man selber spielt, als es dann zum Beispiel auf einer Aufnahme ist. Und ist mir früher oft so gegangen, ich habe aufgenommen, ich habe Teile manchmal echt wochenlang geübt, irgendwelche kleinen Licks und sonst was, dachte, da müsste jetzt ein Wahnsinnsbrett rauskommen und dann klang das einfach in Anführungsstrichen eise, ja? Und dann habe ich aber festgestellt, wenn ich mir die Aufnahmen auch manchmal mit dem Gesang oder so öfters einfach mal anhöre, am Anfang ist es schon sehr erschreckend, beim zweiten Mal hören ist es nicht mehr ganz so schlimm, beim dritten Mal geht's. Zumindest kann ich dann schon mal sagen, die Stelle muss ich nochmal machen, die ist noch nicht gut genug und diese Stelle und so weiter. Und das würde ich auch jedem raten, wenn ihr irgendwas singt oder wenn ihr Gitarre spielt, nehmt euch total oft auf. Ja, ich nenne das immer so, sich kalibrieren. Das heißt, wenn ihr euch oft selbst gehört habt, dann wisst ihr auch, wie das klingt, wenn ihr spielt. Es ist wirklich so, eure Aufnahmen werden am Anfang komplett anders klingen, als ihr euch das im Kopf vorstellt. Also ich mache das öfters auch im Unterricht, dass ich manchmal ein Aufnahmegerät einfach sage, hopp, spiel mal und ich schneide mal kurz mit. Und dann sind die meisten immer ganz schön überrascht. Und so, man muss es sich halt dann wirklich ein paar Mal anhören und wenn man sich das ein paar Mal angehört hat, dann kann man sich ransetzen und kann sagen, okay, so schlimm klingt es ja gar nicht, weil dann hat man sich ja schon wieder dran gewöhnt, ja. Und dann kann man anfangen, das zu korrigieren. Und wenn man sich sehr oft aufnimmt, dann hat man auch später schon allein beim Spielen ein ziemlich gutes Gefühl und merkt dann, okay, das passt. Ich merke aber auch ganz schnell, okay, das passt nicht. Und das ist ein super Tipp. Ich würde euch echt raten, wenn es geht, versucht euch einmal in der Woche irgendwie aufzunehmen, sei es mit dem Handy oder irgendwas, nur um so ein bisschen zu kontrollieren, wie klingt denn überhaupt mein ganzes Spielen? Ist es im Rhythmus? Passen die Akkorde? Klingt es sauber einigermaßen? Und sowas, ja. Mini-Aufwand, aber der Effekt ist wirklich hammermäßig und ich muss sagen, bei mir hat sich das Gitarrespielen, ich würde echt behaupten, nicht um 100%, aber bestimmt um 50-60% wesentlich gebessert, wo ich dann anfing, eigentlich ständig Aufnahmen von mir zu machen. Ja, das war mein Tipp heute. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn der Daumen nach oben geht. Ja, wir sehen uns dann im nächsten, wird ein Tutorial sein, im nächsten Video. Und bis dahin sage ich Ciao, der Michel.